Willkommen im richtigen Wahlkanal. Heute werden wir uns die besten Kühlschränke für zu Hause ansehen. Der Hisense RB327N4 ist eine vielseitige Kühl-Gefrier-Kombination mit einer Gesamtkapazität von 256 Litern, aufgeteilt in 171 Litern Kühlbereich und 85 Liter Gefrierbereich. Dank der Total No Frost Technologie bleibt der Innenraum immer frostfrei, wodurch das lästige Abtauen entfällt. Die elektronische Steuerung ermöglicht eine präzise Temperaturregelung und die LED-Beleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraums. Ein weiteres Highlight ist die Super Cool-Funktion, die frische Lebensmittel schnell auf eine optimale Lagertemperatur abkühlt. Ein Nachteil dieses Modells ist seine Energieeffizienzklasse D, was bedeutet, dass es im Vergleich zu energieeffizienteren Modellen mehr Strom verbraucht. Außerdem könnte der Geräuschpegel von 36 dB in sehr ruhigen Umgebungen als störend empfunden werden. Der Gefrierbereich bietet zwar ausreichend Platz, aber die fehlende Beleuchtung im Gefrierfach könnte als Nachteil empfunden werden. Insgesamt bietet dieses Gerät eine gute Mischung aus Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit, insbesondere durch seine frostfreie Technologie und präzise Temperaturregelung. Für detaillierte Preisinformationen besuchen Sie bitte den Link in der Videobeschreibung. Der Bosch KIR41 VFE0 ist ein Einbaukühlschrank der Serie 4, der durch seine kompakte Bauweise und praktische Funktionen überzeugt. Mit einem Gesamtnutzinhalt von 204 Litern bietet er ausreichend Platz für einen kleinen bis mittelgroßen Haushalt. Das Gerät verfügt über eine Multibox-Schublade, die ideal für die Lagerung von Obst und Gemüse ist. Die LED-Innenbeleuchtung sorgt für eine gute Sicht auf die gelagerten Lebensmittel, während die Superkühlfunktion für schnelles Abkühlen sorgt. Die flexible Innenraumgestaltung mit höhenverstellbaren Glasablagen und einer großen Gemüseschublade sorgt für optimale Lagerbedingungen. Ein Nachteil dieses Modells ist die Energieeffizienzklasse E, was bedeutet, dass es nicht zu den sparsamsten Geräten gehört. Zudem könnte die fehlende No-Frost-Technologie für Nutzer, die eine wartungsfreie Nutzung bevorzugen, als Nachteil empfunden werden. Insgesamt bietet dieses Gerät eine solide Leistung mit flexiblen Lagermöglichkeiten und leisem Betrieb, was es zu einer guten Wahl für moderne Küchen macht. Für detaillierte Preisinformationen besuchen Sie bitte den Link in der Videobeschreibung. Der Gorenje R619 ist ein freistehender Kühlschrank mit einer großzügigen Kapazität von 398 Litern, ideal für große Haushalte. Ausgestattet mit der Dynamic Cooling Technologie sorgt er für eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Kühlschrank. Die AdaptTech-Funktion passt sich ihren Nutzungsgewohnheiten an, um Energie zu sparen und Lebensmittel länger frisch zu halten. Zusätzlich verfügt er über eine FreshZone-Schublade, die sich perfekt für die Lagerung von Fleisch und Fisch eignet. Ein Nachteil des Geräts ist seine Energieeffizienzklasse D, was im Vergleich zu effizienteren Modellen höheren Stromverbrauch bedeutet. Zudem könnte der Geräuschpegel von 38 dB in sehr leisen Umgebungen als störend empfunden werden. Die Größe des Kühlschranks kann auch eine Herausforderung bei der Integration in kleinere Küchen darstellen. Insgesamt bietet dieses Modell eine beeindruckende Lagerkapazität und moderne Kühltechnologien, die für eine effiziente und praktische Nutzung sorgen. Für detaillierte Preisinformationen besuchen Sie bitte den Link in der Videobeschreibung. Der Beko B5RCNA366 ist eine freistehende Kühl-Gefrier-Kombination, die mit ihrer Gesamtkapazität von 316 Litern viel Platz für Lebensmittel bietet. Dank der No-Frost-Technologie bleibt der Innenraum immer frostfrei, wodurch das manuelle Abtauen entfällt. Die Harvest-Fresh-Technologie im Gemüsefach imitiert den natürlichen Sonnenzyklus und hilft, die Vitamine in Obst und Gemüse länger zu erhalten. Der ProSmart Inverter-Kompressor sorgt für einen leisen und energieeffizienten Betrieb, während die LED-Beleuchtung eine klare Sicht auf den gesamten Innenraum ermöglicht. Ein Nachteil dieses Modells ist die Energieeffizienzklasse C, die im Vergleich zu anderen Modellen einen höheren Stromverbrauch bedeutet. Zudem könnte die Höhe von 156,5 cm eine Herausforderung für kleinere Küchen darstellen. Die Gefrierkapazität von 6 Kilo pro 24 Stunden ist ausreichend, aber nicht herausragend. Insgesamt bietet dieses Gerät eine gute Kombination aus moderner Technologie und großzügigem Stauraum, ideal für größere Haushalte. Für detaillierte Preisinformationen besuchen Sie bitte den Link in der Videobeschreibung. Der LG GBP62 ist eine freistehende Kühl-Gefrier-Kombination, die mit innovativen Technologien wie Door Cooling Plus und einem Inverter-Kompressor ausgestattet ist.
Die Door Cooling Plus Technologie sorgt dafür, dass kalte Luft gleichmäßiger und schneller im Innenraum verteilt wird, wodurch Ihre Lebensmittel länger frisch bleiben. Der Inverterkompressor gewährleistet einen leisen und energieeffizienten Betrieb. Ein besonderes Merkmal des Geräts ist das Fresh Converter Fach, in dem Sie die optimale Temperatur für verschiedene Arten von Lebensmitteln wie Fleisch, Fisch oder Gemüse einstellen können. Dies hilft, die Frische und Qualität Ihrer Lebensmittel zu erhalten. Das No-Frost-System sorgt dafür, dass der Innenraum stets frostfrei bleibt, sodass manuelles Abtauen entfällt. Ein Nachteil dieses Modells könnte die Energieeffizienzklasse C sein, die im Vergleich zu anderen Modellen einen höheren Stromverbrauch aufweist. Zudem ist das Gerät mit einer Höhe von 203 cm recht groß und könnte in kleineren Küchen schwer zu integrieren sein. Insgesamt bietet dieses Modell eine hervorragende Kombination aus modernster Kühltechnologie und großzügigem Stauraum, ideal für Familien und größere Haushalte. Für detaillierte Preisinformationen besuchen Sie bitte den Link in der Videobeschreibung. Der Hisense RS677 ist ein Side-by-Side-Kühlschrank mit einem modernen Design und praktischen Funktionen. Mit einem Gesamtfassungsvermögen von 519 Litern bietet er reichlich Platz für alle Ihre Lebensmittel. Der Kühlschrank ist mit der Multi-Airflow-Technologie ausgestattet, die eine gleichmäßige Luftverteilung gewährleistet, um Ihre Lebensmittel länger frisch zu halten. Ein weiteres Highlight ist der Inverterkompressor, der für einen leisen und effizienten Betrieb sorgt. Zudem verfügt das Gerät über ein intuitives LED-Touch-Bedienfeld zur einfachen Temperaturregelung. Ein Nachteil dieses Modells ist die Energieeffizienzklasse C, die im Vergleich zu effizienteren Modellen einen höheren Stromverbrauch bedeutet. Außerdem ist die Tür nicht wechselbar, was die Flexibilität bei der Installation einschränken kann. Insgesamt bietet dieses Gerät eine hohe Lagerkapazität und moderne Kühltechnologien, ideal für große Haushalte. Für detaillierte Preisinformationen besuchen Sie bitte den Link in der Videobeschreibung. Der Samsung RS6 GCG885 ist eine freistehende Side-by-Side-Kühl-Gefrierkombination, die durch ihre großzügige Gesamtkapazität von 634 Litern besticht. Die No-Frost-Technologie verhindert die Bildung von Eis im Innenraum manuell, sodass Abtauen entfällt. Das Multi-Airflow-System sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kalten Luft und eine optimale Lagerung der Lebensmittel. Die Metal-Cooling-Funktion verbessert die Temperaturstabilität und verleiht dem Innenraum ein stilvolles Aussehen. Ein Highlight dieses Modells ist der integrierte Wasserspender und Eismacher, der sowohl Eiswürfel als auch Crushed-Eis bereitstellt. Der Kühlschrank ist mit einem Inverterkompressor ausgestattet, der einen leisen und energieeffizienten Betrieb sicherstellt. Ein Nachteil dieses Modells ist die Energieeffizienzklasse D, die im Vergleich zu effizienteren Modellen einen höheren Stromverbrauch bedeutet. Darüber hinaus ist das Gerät mit einem Gewicht von 123 kg relativ schwer, was den Transport und die Installation erschweren kann. Insgesamt bietet dieses Gerät eine hohe Lagerkapazität und moderne Funktionen, die ihn zu einer hervorragenden Wahl für große Haushalte machen. Für detaillierte Preisinformationen besuchen Sie bitte den Link in der Videobeschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, gib doch den Daumen hoch und abonniere den Kanal, um keine neuen Inhalte zu verpassen. Und gerne kannst du deine Gedanken in den Kommentaren teilen. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Stöbern!